Blutiger Sommer. Kapitel-Event. Ein Blutbad muss sein. Bei diesem Event haben ihre Waffen eine größere Chance, ihre Feinde zu verstümmeln. Und stumpfe Waffen haben noch mehr Wucht beim Treffen. Es erwartet sie also rasante und brutale Action. Eventziele. Teilnahmeziel. Schneiden Sie mindestens eine Gliedmaße von einem Gegner im Kampf ab und erhalten Sie eine von Harpers Wertmarken. Persönliches Ziel. Schneiden Sie 300 Gliedmaßen von Gegnern im Kampf ab und erhalten Sie die Axt auf Messers Schneide. Globales Ziel. Schließen Sie sich mit der weltweiten Community zusammen und schneiden Sie insgesamt 3 Millionen Gliedmaßen von Gegnern im Kampf ab. Als Belohnung gibt es ein spezielles Nightrunner-Outfit. Die Belohnung für das persönliche Ziel und die Teilnahme finden Sie in Ihrem Versteck. Im Spiel, wenn es erreicht ist, bla bla bla. Wir kennen das. Gut. Wunderschön, da sind wir wieder. Ach, fühlt sich fast so an wie zu Hause. Gut, wir müssen noch ein paar Heuler rapen. Gucken wir uns den Quatsch mal an hier. Hallo? Na, Kollege? Wie wär's hier mit Axt? Wow, 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 wow. No. Don't do that. Oh yeah. Du stehst in Flammen. Hau rein. Oh, der Peacekeeper-Zombie. Der alte. Oh mein Gott, guck mal, den ist ein Stumpf da an. Oh Mann, einfach auf die Beine gehen. Einfach auf die scheiß Beine. Das war cool. Ist die Waffe kaputt? Ja. Was geht ab, Bro? Ich liebe es, Gliedmaßen zu schneiden. Gliedmaßen Schneider Aiden. Keine Beine, keine Zombies. No. Oh, wow. Ah, befriedigend. Ah, Inventar ist cool. Persönlich, 300. Ja, das ist ja easy. Autsch. Gut, Lady. Uff. Der hat gesessen. Tschüss, Arm. Und tschüss, Kopf. Uff. Und jetzt die Beine noch wegziehen. Yes. Oh, es macht so Laune. Ich könnte den ganzen Tag nur schlachten. Oh, guck mal, der kriecht da noch. Die ist kaputt. Hier liegen überall Gliedmaßen rum. Das sind leer gelutscht. Trampolin, ey. Alles meins. Guck mal, er hier. Ja, Bro. Tschüss, Bro. Ah, einfach gut. Einfach gut. Gut, Leute. Weiter geht's. So, was haben wir? Wir wollen natürlich auch noch ein kleines Missionchen machen. Ein Missionchen ist doch immer gut. Was haben wir hier? Komm, gehen wir mal dahin. Ich will wissen, was das ist. Und dann in der Nacht werden wir Heuler jagen. Und Schattenjäger. Ah, vielleicht keine Schattenjäger, aber Heuler. Heuler definitiv. Heuler sind ja easy. Mittlerweile mit dem Wurfhaken ziehst du einfach ran und schwupps. Bam, direkt drauf treten. Dann sagen die auch nichts dazu. Dann sind die cool. Ah, okay, das geht also nicht. Ich habe gedacht, also wenn ich hier runterspringe, ja, hier rüber, dann hier ein Wallride und dann hier wieder abspringen, das geht nicht. Keine Ahnung warum, aber es geht nicht. Ja, easy, Junge. Jack oder Juan, ist mir egal. Blinkt das Licht ich immer so? Ich bekomme meine Ration. Nein, nein. Und bin zufrieden. Reiners Leute haben eine riesige Lappenbestellung von Matt erhalten. Da, geh. Vielleicht beleuchten sie die Straßen endlich mal ordentlich. Worüber schwafelst du da? Schwafeln? Junge, ich versuche, unsere kollektiven Erinnerungen zu wahren. Ich versuche nur, die Geschichte zu bewahren.
Klingt nach einer großen Aufgabe. Kann ein Mann alleine das überhaupt? Ich sicherlich. Schließlich war ich 30 Jahre lang Reiseführer hier. Nach dem Niedergang habe ich die Gesellschaft zum Schutz der Geschichte Villedors gegründet. Na, scheint nicht so, als ob es hier noch viel zu schützen gäbe. Bedanke dich dafür bei den Abtrünnigen. Dennoch, mehr als je zuvor müssen wir unsere Geschichte im Gedächtnis behalten. Wir müssen sie bewahren, sonst rutschen wir endgültig ins finstere Mittelalter zurück. Wir können keine Zukunft für die Menschheit aufbauen, wenn wir unsere Geschichte nicht kennen. Was hältst du davon, wenn ich dir 2 oder 3 Fragen dazu stelle? Mal sehen, ob du aufgepasst hast, wie viel Geschichte du kennst. Oh, ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin. Klar, warum nicht? Klar, warum nicht? Gut, beginnen wir mit einem der entscheidendsten Augenblicke unserer neueren Geschichte. Ein tragisches Ereignis, das eine solche Auswirkung hatte, dass es immer noch bestimmt, wie die Stadt heute aussieht. Also, was geschah hier, das als Schwarzer Montag bekannt ist? Die Menschenerschießung. Der Chemieangriff. Der Schwarze Montag, ich meine, das wäre diese Massenerschießung, die uns der Geschichtslehrer erzählt hat. An dem Denkmal. Weißt du? Der erste Ausbruch des Virus in der Stadt, das macht keinen Sinn. Chemieangriffe 2025, das wäre auch noch so eine Sache. Ich sag aber, es war die Massenerschießung. Die Massenerschießung, die am 6. März 2024 in Hounfield stattfand. Falsch. Nein! Du solltest mehr den Leuten und ihren Geschichten lauschen. Es sollte nicht schwierig sein. Jeder hier hat jemanden am Schwarzen Montag verloren. Dann war es der Chemieangriff. Das nächste Mal besser zu machen. Streife mehr in der Stadt umher, bevor du es erneut versuchst. Ach, scheiße. Leck mich! Okay, ich glaube, es war wirklich die Stadt. Aber wie hieß denn dann... Der Tag, der hatte doch auch so einen komischen Namen, oder? Black Monday. Handeln. Upgrades. Upgrades sind gut. Ich liebe Upgrades. Aber ich kann nichts mehr upgraden. Ich muss erst farmen. Man darf Dunkelheit und Unwissenheit nicht alles bestimmen lassen. Ja gut. Unwissenheit führt dazu. Hast du recht. Okay, die Frage haben wir verkackt. Das ist natürlich Dreck. Was bist du? Was bist du? Kristallweiß. Und dass man immer wieder dieselben spielt. Uff, guck mal hier. Tank. Ich bin ein Peacekeeper, ich brauche Hilfe! Da braucht ein Peacekeeper Hilfe! Was ist Acetylian? Na? Kleiner Buschsammler? Stimmt was nicht? Nein, nicht. Spreche mit mir selbst, das ist alles. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt, aber okay. Es ist nur... Man kann nichts machen. Es gibt zu viele von ihnen. Zu viele wovon? Abtrünnig. Heruntergekommen. Vor 6 Monaten haben sie meinen Sohn Rook entführt und sie haben mich gezwungen, Drogen für sie herzustellen. Ich war vor der Epidemie ihr Chemielehrer in der Schule. Hab einen von ihnen nicht versetzt. Aber was ist mit deinem Sohn? Sie halten ihn als Geisel. Wenn die nächste Drogenlieferung zu spät kommt, töten sie ihn. Vielleicht brauchen diese Banditen eine Lektion. Aber das ist eine ganze Bande. Ich war schon in auswegloseren Situationen. Und Entführung lehne ich ab. Hilfst du mir? Na, ich versuch's. Wo halten sie Rook gefangen? In einem Militärgebäude, das den Kanal südlich des Sumpfgebietes überblickt. In der Nähe von Culvert Island. Der Eingang ist am St. Paul Boulevard. Hinter dem Abschleppunternehmen. Aber pass auf. Ich war einmal selbst dort und hab versucht, meinen Jungen zu befreien. Sie haben mich geschnappt. Und mir später einen von Rooks Fingern gebracht. Solange diese Bastarde noch leben, werden sie uns nie in Ruhe lassen. Ich pass schon auf. Ich folge dir und warte draußen, bis du rauskommst. Wie ist dein Name? Aiden. Danke, Aiden. Oha. Okay, wir müssen diese Bande ausrotten, Leute. Das ist ja absoluter Müll. Es fällt ihnen ein. Einfach so.
Stell mir Drogen her oder ich bring dir einfach noch einen Finger von deinem Sohn. Oder einen Fuß. Wir werden sie platt machen. Ah, oh, das war vielleicht ein bisschen falsch. Hier oben. Der gute Rook. Der arme Junge. Was der wohl mitmachen muss alles. Oh yeah. Ich liebe das Fliegen. Oh, fuck. Das war ein Exploder. Scheiße. Kann ich ihn da hinten treffen? Nee, aber sie. Stehen noch zwei. Oh, das war's. Alter. Wie er gefetzt wird. Okay, ich würde sagen, nehmen wir hier mit. Nehmen wir auch hier mit. Der ist Matsch. Alter, guck mal, wie sie einmal durchgeschnitten wurden. Ja, ja, wir machen schon crazy stuff mit diesen Zombies hier. So, wo verstecken sich jetzt die Banditen? Ich hoffe, die Jungs finden nicht raus, was sie in ihr Wort getan. In der Dark Zone? Ja, warum nicht, ne? Warum nicht, wenn in der Dark Zone? Was ist das hier? Ah, wenn ihr normalerweise Geschichten erzählt oder sowas? Abtrünnige. Ich hasse Abtrünnige. Werden sie auf jeden Fall auseinandernehmen. Oh, so brutal. Oh mein Gott, er klaut ihm das Bein, zündet ihn an und tritt ihm dann noch den Kopf kaputt. Ja gut. Nein! Weg mit deinem Bein! Ab mit seinem Kopf! Easy. Haben die irgendwas drin? Oh, hi, Bro! Fast hättest du es geschafft. Fast. Hier ist soweit nix. Haha, wieder so ein Fleck an der Wand. Ich weiß nicht, wie viele Wände jetzt schon Flecken nur durch mich haben. Oh, was ist das hier? Einfach ein Seil. Also noch eine Etage tiefer? Nee, da kommen wir nicht rein. Wo kommen wir hier rein? Können wir irgendwo klopfen? Hallo sagen? Hallo, ich bin hier. Ah, hier beginnt die Dark Zone. Okay, let's go. Mach platt. Nee, hör auf zu twerken. Okay. Er fragt sich, was geht. Die Leiche twerkt noch ein bisschen. Oh, oh. Jetzt haben wir zwei. Kann ich noch irgendwo anders lang? Oh yes.
Oh mein Gott, er steht direkt hier. Guck mal nach da. Ja, und dich auch, Bro. Dich auch. Und damit haben wir das in Ruhe geschafft. Gib mir dein Geld. Du auch. Was ist nur mit dir passiert? Was ist passiert, Bro? Willst du über irgendwas reden? Was ist los? Depression? Wir haben schon 30 Gliedmaßen abgetrennt. Kann man machen, ne? Immer ein Stich, jedes Mal aufs Neue. Jedes Mal ein Stich, hier! Diese Pisse kann ich nicht mal mitnehmen. Ah. Okay, hat es nicht gelohnt. Das war's? Gibt's noch mehr? Noch mehr Brothers? Neue Schuhe. Habe ich schon. Nee. Nix, bin full. Ich hasse es, voll zu sein. Ich könnte kotzen jedes Mal. Full. Gott! So, Ausraster haben wir. Wie geht's weiter? Junge, so viele lila Sachen. Guck es dir an, Mann. Was habe ich dabei? Hä? Nix. Nix. Verschiedenes. Bauteile. Wie kann ich denn voll sein? Als ob ich nur das benutzen kann. Vorhin konnte ich noch das hier benutzen. Jetzt kann ich gar nichts mehr von denen benutzen. Eigentlich müsste das Ding hier randvoll sein. Ist das ein Bug? Voll. Wenn ich das jetzt hier entferne und mir das jetzt hier nehme, dann habe ich das hier drin. Und dann bin ich voll. Warum bin ich hier voll? Ach, ich verstehe es einfach nicht. Das ist so einfach schade. Kannst nichts tun, bist voll. Alles Kacke. Okay. Was geht denn sonst noch hier so? Finden Sie den Sohn? Wo ist denn Mr. Sohn? Könnten hier noch hin? Und hier noch hin? Aber dann sind wir, glaube ich, wieder oben, ne? Ah, hier sind auch Feinde. Und Loot. Eine Menge Loot, den ich wieder nicht mitnehmen kann. Psst, Junge, psst. Immer ruhig hier. Halt's Maul, Junge! Lohnt sich eigentlich gar nicht, die Kiste aufzumachen, weil ich weiß, ich kann nichts mitnehmen. Nix, nix, nix. Toll. Nix. Wow, diese Pisse kann ich mitnehmen? Ja, ich muss mich da reinlesen, weil das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Hier, kann ich nicht mitnehmen. Ja. Alles voller Loot, ich kann es nicht mitnehmen. Das kann nicht sein, du hast recht. Ich frag mich auch, warum. Hallo. Oh, den hole ich mir noch. Gegen den anderen muss ich leider kämpfen. Nein. Böse. Aus. Was? Warum? Unhöflich. Lass mich mal hier schnell was herstellen, sonst bin ich gleich dead. Ruhig, ruhig, ruhig. Komm her! Come on! Du bist doch gleich tot. Wow! Autsch. Nein. Immer schön auf die Beine. So. Oh
Oh mein Gott, hier ist noch einer. Ah, er? Nur er? Hier, so eine Scheiße kann ich mitnehmen, ne? Ich bin's. Der gute alte Aiden. Ich hab hier mal ein bisschen aufgeräumt, Bro. Und wie viel kann ich davon mitnehmen? Nix. Oh, eine Armbanduhr. Nett. Das ist Kacke. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Als ob ich nur die scheiß Seife mitnehmen kann. Was ist das? Honig? Bienenwachs. Warum kann ich nichts mitnehmen? Leute, könnt ihr mir das erzählen? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ich habe absolut keine Ahnung. Und ich finde es so schade, weil du kannst hier so viel mitnehmen. Ja, umsonst. Ja, komplett umsonst. Kann eigentlich nicht sein. Es darf eigentlich gar nicht sein. Inventar voll. Ich hasse es, wenn das Inventar voll ist. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als ein volles Inventar, oder? Ich kann ja sonst auch alles mitnehmen. Warum jetzt? Warum keine Items? Hey, na? Junge, wie sieht's aus? Hä? Geht es dir gut? Ich bin... Du weißt schon... Sie haben dir diese Scheiße gespritzt. Wer bist du? Aiden, dein Vater hat mich geschickt. Vater? Ah, Papa. Du bist außer Gefahr. Ich bringe dich zu ihm. Nein. Was? Ich brauch dich nicht, Papa. Oder irgendjemanden sonst. Mir geht's gut hier. Gib mir eine Nadel. Ey, warte. Du hast all deine Finger. Diese Banditen haben dir keinen abgeschnitten. Es war also alles vorgetäuscht? Lass mich in Ruhe. Es gab keine Entführung, oder? Du hast deinen Vater reingelegt, damit er euch kostenlos Drogen herstellt. Raus hier! Wie konntest du deinem Vater das antun? Ich wollte das nicht, okay? Das ist stärker als ich. Und jetzt, was willst du? Willst du lieber so hierbleiben, als bei deinem Vater zu sein? Rook! Sohn! Mein Junge! Endlich hab ich dich zurück. Was ist los, Junge? Geht es dir gut? Oh, Mann. Nein, ich sag's ihm nicht. Ich sag's ihm nicht. Der Junge hat viel erlebt. Sie haben ihn unter Drogen gesetzt. Mein Gott. Ich wusste nicht. Komm nach Hause. Ich kümmere mich um dich. Alles kommt in Ordnung. Danke, Aiden. Ja, was auch immer. Na, viel Glück. Wir sind gut, Leute. Wir sind gut. Wir konnten es ihm nicht sagen. Hallo, weißt du, was er sich für Sorgen gemacht hätte? Er hätte seinen Sohn verstoßen und dann? Hätte er sich so weit zugeballert, bis er tot wäre. Und dann macht der Vater sich Vorwürfe. Und dann springt er vom Dach. Ja, toll. Auch nichts gewonnen. Zeitungsartikel. The last bastion of civilization. Meine Fresse. Mhm. Mal gucken, ob wir alles überhaupt gelootet bekommen. Oder alles... 10! Scheiße! Puh. Mal gucken, ob wir die ganzen Zeitungsartikel und so finden. Bin mal gespannt. Fände ich auf jeden Fall hart geil, wenn wir das hinkriegen würden. Ah, Aiden ist ein Biest. Manchmal ist er einfach behindert, aber er ist auch oft einfach ein Biest. So, jetzt bin ich voll. Warum bin ich jetzt voll? Ich habe überall Platz. Warum bin ich voll? So. Was muss ich jetzt hier wieder wegwerfen? Hier diese Cody-Creeps, die brauchen wir ja nicht. Also das ist mir wirklich immer noch ein Rätsel, ne? Immer noch. Warum zur Hölle ich diese Scheiße nicht mitnehmen kann? Also das ist wirklich so das Einzige, wo ich sage, okay, ja, ist ein Nachteil. Mag ich nicht. Finde ich auch echt nicht gut an dem Spiel.
Entweder ist es ein Bug oder ich habe irgendwie einen Fehler gemacht. Das kann natürlich auch mal sein. Aber das ist bescheiden. Ja? Es ist einfach nicht angenehm. Wenn man Loot bekommt und man kann ihn nicht mitnehmen, weil man voll ist. Da gehst du hin, verkaufst und nach zwei Läden bist du wieder voll. Kannst wieder verkaufen. Für Kleingeld, ne? Wir reden jetzt hier nicht von 100.000 oder so. Nein, Kleingeld, Junge. Und, gibt's Kohle? Uff. Das hast du hier sogar noch gemerkt. Was haben wir hier? Ein Buch. Ich meine, wir müssen auch bald mal Nacht haben. Dann bleibe ich nämlich hier in dem Gebiet. Und kann dann Heuler... Nee, obwohl, ich brauche eigentlich gar keine Speere mehr, ne? Ich kann Heuler einfach so farmen. Oh Gott, ich sehe schon, die Folge ist schon wieder bald um. Was? Das kann doch gar nicht sein. Warum geht das jetzt wieder so schnell? Hopp, hoch mit dir. Okay. Na? Schon, wir haben diesen Wahnsinnsort gefunden. Die Fische springen uns regelrecht ins Boot. Hast du Angst, seekrank zu werden, Boo? Aha, also es geht jetzt aufs Gewässer. Leute, in der nächsten Folge geht's aufs Gewässer. Also bleibt gespannt, bleibt dran, lasst ein Abo da. So, die Kiste öffnen wir jetzt noch. Nehme ich mit. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich mache mich mal ein bisschen schlau, warum ich so wenig looten kann. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Es war ein bisschen sehr schnell. Bis dahin. Haut rein, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Good night and good luck.